Wever Rundblick Nummer 1. Das ist Wever West, aufgenommen vom harten Bruchweg. Mit Weitblick nach Paderborn. Zu sehen ist der Meerschlag mit den Wohngebieten um die Weversche Hude, links und rechts Freihof, Wehme, Driftweg, Bruchhof, Bruchgarten. Unter uns der Aldi-Markt mit Blick auf Wever West und Mühlenholz. Jetzt bin ich am Mühlenholzweg und mache einen Schwenk zum Wohngebiet Niedernhof und auf der Natte. Das ist jetzt ein Rundblick von oben über Wever West, davor der Kreisverkehr, unten der evangelische Kindergarten, der Lütenweg, der Driftweg, der Freihof, unten das Wohngebiet Wiesenweg. Mit Weitblick in und über Wever, auch in Richtung Paderborn. Das ist der Schulsportplatz, dann kommt der Kindergarten, die Schule mit dem Pausenhof, danach das Bürgerhaus und die Mehrzweckhalle für Sport. Hier können alle Hallensportarten betrieben werden. Das Feuerwehrhaus ist auch noch zu sehen. Dahinter dann der Dellbrücker Weg. Und somit ist der Rundblick hier beendet. Nun habe ich das Wohngebiet Rummelsberg zur Warte, Zollhaus mit Weitblick zum Dellbrücker Weg und der B1 aufgenommen. Alle Aufnahmen wurden aus einer Höhe von 50 Metern aufgenommen und Sie können später Ihren Kindern mal sagen, 2021 hat Wever mal so ausgesehen.